Heute beim elektrischen Reporter: Hörspiele, Schweine und Maschinenmenschen. Ich habe sie erwartet. Seit es Computerspiele gibt, gibt es auch eine Rüstungsspirale in Sachen Computergrafik. Eine kleine Nische der Spielewelt kommt allerdings seit jeher ganz ohne Grafik aus und gewinnt seit neuestem immer mehr Freunde, wie unser erster Beitrag zeigt. Rainer Delgado ist seit seiner Kindheit blind und er liebt Computerspiele. Für sein Lieblingsspiel braucht er nur Lautsprecher oder Kopfhörer und 5 Tastaturbefehle. Der Tag wird zur Nacht ist ein sogenanntes Audiogame. Delgado muss vor der brodelnden Lava des Vesuv in die Kanalisation des antiken Pompeji flüchten. Überall schreien die Bewohner vor Angst. Es ist stockfinster. Die einzige Orientierungsmöglichkeit für Rainer Delgado ist, wenn er hört, wie er gegen Wände und Gegenstände stößt. Oder wenn er Geräusche hört, denen er folgen muss. Nur raus hier, denkst du, aber die Straßen sind bereits brechend voll mit Menschen, die versuchen, aus der Stadt zu fliehen. Es gibt kein Durchkommen. Man kriegt dann so Ansagen, noch 5 Minuten, noch 3 Minuten, noch 2 Minuten. Und dann stellt sich wirklich diese Panik halt ein. So, Mist, jetzt bin ich gleich tot, wenn ich es nicht rechtzeitig geschafft habe und so. Damit Rainer Delgado so ein Audiogame spielen kann, muss das Sounddesign sehr raffiniert sein. Wo ist eine Wand? Wo ein Graben? Die Richtung oder die Entfernung von simulierten Klangquellen ortet der Spieler über den Stereoeffekt. Es waren Hobbyprogrammierer, die in den 90er Jahren die ersten Audiogames entwickelten. Für Sehbehinderte und Blinde. Das waren meistens nur stark vereinfachte Sprachversionen von Videospielen. Seitdem haben sich die Möglichkeiten für Klanggestaltung enorm verbessert. Heute sind sogar akustische 3D-Simulationen möglich. Trotzdem ist die Anzahl der erhältlichen Audiogames bisher überschaubar. Gerade mal 500 Spiele gibt es zurzeit, die Hälfte davon kostenlos. Von einfachen Puzzlespielen über Autorennen und Strategiespielen bis hin zu Ego-Shootern. Mittlerweile interessieren sich immer mehr Sehende für Audiogames. Für viele ist Spielen nach Gehör immer noch sehr ungewohnt, meinen die Audiogames-Entwickler Zander Heuberts und Richard van Thol. Der größte Unterschied zwischen Audiogames und Videospielen liegt darin, wie man so ein Spiel erlebt, weil es keine Bilder und Grafiken gibt. Audiospiele sprechen die Vorstellungskraft des Spielers an, während man bei Videospielen alles sieht. Wenn jemandem ein Audiogame nicht gefällt, dann weil er ganz bestimmte Erwartungen an ein Computerspiel hat, bei der grafischen Darstellung, der Steuerung oder beim Spielerlebnis. Bisher existieren Audiogames in den Nischen des Spielemarktes. Auf Messen und in Spielezeitschriften sucht man sie meist vergeblich. Doch das muss nicht so bleiben. Das Science-Fiction-Computerspiel The Niger gehört zu den ersten großen Bestsellern unter den Audiogames. Auf einem im Weltall gestrandeten Raumschiff muss der Spieler um sein Überleben kämpfen. Geleitet wird er dabei von einer Computerstimme, die der englische Sherlock Holmes-Darsteller Benedict Cumberbatch eingesprochen hat. You can't see anything. You have to find your way to safety just by listening. Then your problems really start. Ein Erfolgsrezept von The Niger? Das Spiel wurde für das iPhone entwickelt. Mittlerweile haben es fast 1 Million Nutzer heruntergeladen. Und das, obwohl es für eine iPhone-App vergleichsweise teuer ist. Gerade auf Smartphones und Tablet-Computern sieht der Produktionsleiter von The Niger, Paul Bannon, ein großes Potenzial für Audiogames. Spielentwickler, die sich bisher unabhängig von der Industrie in Nischen aufgehalten haben, können auf einmal bei den mobilen Geräten mit den großen Spieleentwicklern und Studios konkurrieren. Ich denke, diese strukturellen Veränderungen in der Spielewirtschaft machen es um einiges wahrscheinlicher, dass Audiogames viel erfolgreicher werden als früher. Der Smartphone-Boom hat Bewegung in die Nische gebracht. Auch professionelle Entwickler interessieren sich mittlerweile stärker für Audiogames. Denn die Käufer guter Hörcomputerspiele müssen keineswegs blind sein. Rainer Delgado freut sich über diese Entwicklung. Für ihn kann es gar nicht genug Audiogames geben. Mein Wunsch wäre, dass es Spiele gibt, die einen tollen Sound haben, originalgetreue Geräusche, die mehrdimensionaler sind, wo auch sehende Spielefreaks sagen, das will ich spielen.
Audiogames könnten in Zukunft sehr erfolgreich werden. Ähnlich wie Hörspiele oder Hörbücher, die in den vergangenen Jahren immer beliebter wurden. Die werden ja auch nicht nur von Blinden gekauft. Kommen wir nun vom Hören zum Sehen. Um einen Fernsehmenschen, der Freude am Diskutieren hat, darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Mein Name ist Armin Wolf und ich bin Fernsehjournalist in Österreich. Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur ZIP 2. Twitter habe ich entdeckt im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2008. Kurz vorher habe ich mir überlegt, ich würde gerne ein bisschen Werbung machen für unsere Sendung bei Menschen, die nicht jeden Abend vor dem Fernseher sitzen, rituell angenagelt, quasi um 22 Uhr. Und dann habe ich da in Amerika Twitter entdeckt und hatte das Glück, dass ich so in einen Mini-Twitter-Boom in Österreich hineingekommen bin. Das eine ist, was mache ich auf meinem Twitter-Account? Und das andere ist, wie behandeln wir das auf Sendung? Und da sind wir noch sehr restriktiv. Bei internationalen Geschichten verlassen wir uns dann doch noch eher auf die großen Agenturen. Der wichtigste Teil für mich ist mittlerweile, ich kriege einen Großteil meiner Informationen über Twitter. Und wenn ich auf meinem Twitter-Account einen Blödsinn schreibe oder was Falsches schreibe, ist das kein großes Drama, weil innerhalb von einer Minute schreibt mir jemand, dass das falsch ist. Und dann korrigiere ich es halt. Ja, wo ist das Problem? Es kommt ganz viel. Also zum einen frage ich ja oft auch die Zuseher nach Dingen für die Sendung. Also ich hatte mal den Nationaltrainer, den neuen Fußballnationaltrainer im Studio. Marcel Kolle, guten Abend. Vielen Dank fürs Kommen. Genau. Danke. Und ich habe keine Ahnung von Sport. Ich fürchte mich Stunden vorher, weil ich mich nicht auskenne, aber die allermeisten Zuseher kennen sich aus. Also habe ich da geschrieben, da kommt er heute Abend, was wird Sie denn interessieren? Und da kamen aber Dutzende Vorschläge für Fragen und ich habe das gesamte Interview dann bestritten, nur aus 7 oder 8 Fragen, die ich mir aus diesen Zuseherfragen ausgewählt habe. Herr Koller, vielen Dank für den Besuch im Studio und alles Gute für den Job. Sie werden es brauchen. Danke vielmals. Bin ich auf Twitter, weil ich streiten will? Das muss ich nachdenken. Nein, bin ich nicht. Ich habe tatsächlich eine große Lust an Diskurs, das stimmt. Obwohl ich auf Twitter viel lerne und es auf Twitter auch viele interessante Diskussionen gibt, aber, das hat mit diesem Tweet dann, glaube ich, schon zu tun, diese wahnsinnige Knappheit auf Twitter, die führt schon dazu, dass Diskussionen manchmal eine Schärfe und eine Härte auch kriegen, die dann auch unangenehm wird. Ich habe festgestellt, auf Twitter ist Ironie wahnsinnig schwierig. Ja, jetzt ist Ironie aber etwas, was mir wert und teuer ist. Und das kann auf Twitter ganz schnell entweder gar nicht funktionieren oder auch verletzender rüberkommen oder negativer rüberkommen, als es im persönlichen Gespräch ist. Ich diskutiere schon immer noch lieber mit lebenden Menschen von Angesicht zu Angesicht. Weil es einfacher ist. Es gibt Krankheiten oder körperliche Schwächen, die schon seit längerem mit technischen Hilfsmitteln gelindert werden. Plattfüße durch Einlagen beispielsweise oder Kurzsichtigkeit durch eine Sehhilfe. Je digitaler und je kleiner diese Hilfsmittel werden, umso deutlicher stellen sich allerdings auch fundamentale Fragen der Menschlichkeit, wie unser nächster Beitrag zeigt. Der Brite Neil Harbison ist seit seiner Geburt farbenblind. Deshalb hat er ein Gerät entwickelt, das mit einer Kamera die Farben in seiner Blickrichtung aufnimmt und sie in Klänge umwandelt. Harbison kann damit zwar immer noch keine Farben sehen, aber hören. Und diese neue Fähigkeit begleitet ihn sogar bis in den Schlaf. Ich träume von Farben, die ich nicht sehen kann, weil für mich Farben Klänge sind. Wenn ich also vom Himmel träume, erzeugt mein Gehirn den Ton Cis in meinem Traum. Neil Harbison kann auch Farben wahrnehmen, die für andere Menschen unsichtbar sind. Infrarot und Ultraviolett. Für ihn ist diese Technologie nicht nur ein Werkzeug, das er nach Benutzung einfach beiseite legt. Er sieht sich selbst als einen Cyborg, als ein Mischwesen aus Mensch und Maschine. Mein Selbstbildnis hat sich geändert, seitdem ich das elektronische Auge als Teil meines Körpers empfinde. Ich fühle, dass ich nicht länger nur organisch bin. Noch hat Harbison nicht alle technischen Möglichkeiten seiner Konstruktion ausgeschöpft. Daher entwickelt er das Gerät ständig weiter. Als nächstes will er es teilweise in seinen Körper implantieren. Und für die Stromversorgung hat er eine geradezu revolutionäre Idee.
Momentan muss ich immer noch Batterien nutzen oder meinen Akku aufladen. Eine Idee wäre, meinen eigenen Blutkreislauf zu verwenden, um den Chip mit Energie zu versorgen. Lange existierten Cyborgs nur in Science-Fiction-Fantasien. Inzwischen kann man sie zufällig in Berlin treffen. Die Softwareentwicklerin Rin Räuber ließ sich beispielsweise einen Magneten in die Fingerspitze implantieren. Also ich kann auch spüren, wenn eine Mikrowelle an ist oder Netzteile, besonders billige Netzteile, die irgendwie nicht so gut abgeschirmt sind. Mit ihrem Magnetfinger kann Rin Räuber nicht nur Metallgegenstände anziehen. Sie kann die elektromagnetischen Felder spüren, mit denen alle elektrischen Geräte umgeben sind. Für Rin Räuber ist diese Fähigkeit ein zusätzlicher Sinn und der Magnetfinger ein neues Sinnesorgan. Daran wird sie jeden Tag erinnert, zum Beispiel beim Einkaufen. Wir haben ja sowas wie diese Diebstahlsicherung mit diesen Teilen am Eingang. Und das spüre ich super deutlich. Also da vibriert mein Finger richtig. Wenn ich jemanden dabei habe, dann kann ich dem auch sagen, hier, fass mal meinen Finger an. Dem in seiner Kindheit ertaubten Blogger Enno Park ging es zunächst nur darum, wieder hören zu können. Also ließ er sich ein künstliches Gehör einpflanzen, das elektronisch an seinen Hörnerv gekoppelt ist. Dieses sogenannte Cochlea-Implantat würde er gerne selbst justieren oder gar erweitern, ohne dafür umständlich ins Krankenhaus fahren zu müssen. Kann er aber nicht, weil die Hard- und Software von Herstellern und Kliniken unter Verschluss gehalten wird. Enno Park treibt die Frage um: Wer hat eigentlich die Kontrolle über die Geräte, die immerhin in meinen Körper eingepflanzt sind? Ich oder der Hersteller? Und wie sicher sind diese Geräte überhaupt? Um auf die besonderen Bedürfnisse von Cyborgs aufmerksam zu machen, hat Enno Park in Berlin den Cyborgs e.V. gegründet. Für ihn sind die Grenzen zwischen Mensch und Mensch-Maschine sowieso zunehmend fließend. Smartphone-Nutzer gehen auch eine Symbiose mit ihrem Gerät ein. Sie erweitern auch ihre Sinne dahingehend, dass sie Informationen sehen können, die sie unsichtbar umgibt. Und sie haben das gleiche Problem wie Cyborgs, nämlich dass sie nicht immer die volle Kontrolle über ihre Geräte haben. Am Beginn des 21. Jahrhunderts sind Cyborgs wie Neil Harbison, Rin Räuber oder Enno Park eine wachsende Minderheit in der Bevölkerung. Allein 30.000 Menschen tragen in Deutschland ein Cochlea-Implantat. Wird es also für die nächste Generation schon ganz normal sein, sich das neueste Smartphone in Form eines reiskorngroßen Chips in das Ohr implantieren zu lassen? Vermutlich eher nicht, meint der Designforscher Fabian Hemmert. Das spricht bei vielen Leuten wahrscheinlich dagegen, dass ja der technische Fortschritt sehr schnell ist. Das heißt, man muss das updaten und man muss auch die Hardware updaten. Und vielleicht will man nicht alle halbe Jahre in den OP sich legen und sich ein neues Handy implantieren lassen. Es ist eben doch noch ein großer Unterschied, ob man ein Smartphone in der Hand oder im Körper hat. Ganz so schnell, wie es sich die ersten Cyborgs wünschen, werden die Science-Fictions wohl nicht zur Realität. Unser Zeitalter ist stolz auf Maschinen, die denken, und misstrauisch gegenüber Menschen, die es versuchen. Howard Mumford Jones. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.